Heute bin ich auf der Vulkaninsel Madeira und werde ich auf der höchsten Spitze der Insel Fanpakete auspacken. Warum ist das so schwarz? Aber vorher müssen wir die Spitze erklimmen und es wird nicht ganz ungefährlich. Hey, aber bevor wir hinlaufen, brauchen wir noch was. Warte mal. Was brauchen wir denn noch? Wanderschuhe oder Wanderstöcke oder was? Also, dass du einen Stuhl gekauft hast, verstehe ich ja. Aber warum eigentlich der Feuerlöscher und der Hammer? Wir hatten nur ein Problem, nämlich zu wenig Pakete. Das sind alle Pakete, die wir haben. Das ist doch viel zu wenig, oder nicht? Wo kriegen wir denn jetzt Fanpakete her, wenn wir mitten im Ozean sind? Hey, hast du vielleicht ein paar Pakete für mich? Ey, brauchst du nicht eigentlich noch irgendwas, um die Pakete drauf auszupacken? Scheiße, wir brauchen einen Tisch, stimmt. Als ob du jetzt einen Tisch kaufen willst. Du wirst den doch eh wieder irgendwie kaputt kriegen. Stimmt. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, einen Tisch zu kaufen, wenn er eh kaputt gehen wird. Was machen wir denn jetzt? Ey, yo. Was? Du sagst, du sollst von der Insel verpissen. Hast du einen Tisch für mich? Ach so, ein Tisch, ja komm. Glaubst du, dieser Tisch hier genügt deinen Anforderungen? Der sollte eigentlich den Rücken schützen vor Wirbelsäulenbruch. Moment. Du weißt, ne? Dieser Tisch ist ein Familienerbstück und der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Bitte pass da gut drauf auf, bitte. Wirklich, es wird nichts passieren. Und somit konnte die gefährliche Reise beginnen. Ey, das sieht doch bestimmt voll kacke aus, oder? Wir müssen auf den Berg. Das sind ungefähr 30 Kilometer bis nach oben. Ich würde sagen, let's go, oder? Guck mal, da sind die Wolken. Die wollen wir haben. Kann ich nicht mehr. Komm! Ich kann wirklich nicht mehr laufen. Das zieht wirklich die ganze Zeit in meinen Arm. Das ist ultra anstrengend. Das war deine Idee. Hey! Weiter geht's! Nein. Wir müssen noch bis da ganz oben. Ist noch ein Stückchen. Aber packst du! Wir sind jetzt schon auf derselben Höhe wie die Wolken. Das ist kein Nebel, das sind Wolken. Es tut so weh. Diese Rabe fliegt zu dir. Ja, schon. Und so sind wir auf der gefährlichen Wanderroute vom Berg angekommen. Hola. Hallo. Ey, also die Aussicht ist schön, aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat, prinzipiell. Weil es tut schon scheiße weh und ich habe keine Ahnung, warum jetzt eigentlich, warum haben wir einen Feuerlöscher mitgenommen? Keine Ahnung. Kind of contest. No, it's just for camping. Ja, tschüss. Ey, ich komme hier nicht durch. Mach mal irgendwas Krasses. Ey, ich fall hier runter. Pass auf. Tschü. Halt mich fest! Pass auf, Elias! Ey, ich setz mich kurz hin und du holst deinen Feuerlöscher. Das geht gar nicht. Was machst du? Guck mal, du machst mich zum Affen. Hol jetzt bitte den Feuerlöscher und den Hammer. Ey, guck mal, hier sind Leute, das ist voll unangenehm. Ich muss mich hinknien. Jetzt hol das bitte! Was zur Hölle machst du da? Ich ruh mich aus. Guck mal, schau dir die Treppe an, ich fall da runter, was ist das? Ich stürze da mit dem Tisch runter. Das sieht echt scheiße gefährlich aus, Elias.
dreh mal um. Ey, nee, ich hab wirklich keinen Bock mehr. Also, ist mir scheißegal. Ey, was soll ich da? Guck mal die Stufen, ich fall runter, ich bin absolut tot. Du bist mein Bruder, du solltest was empfinden. Komm, das schaffst du doch. Ich hab einen scheiß Tisch auf meinem Rücken von Unge. Wenn der kaputt geht, das ist ein Familiendings von ihm. Ein Familienerbstück und der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Scheiße! Das ist wirklich kacke, Jonas! Thank you. No worries. Get well. Thank you. Get well. Der sagt, gute Besserung, sagt er. Warum läufst du eigentlich so beschissen? Weil das mir an meinen Fersen dingst. Lauf mal normal, wie ein ganz normaler Mensch. Ich kann nicht normal laufen, das tut weh, das kommt da dran! Jonas, wenn du noch einmal was sagst... Ja, aber das sieht gut aus. Sieht gut aus? Sieht scheiße aus. Hey, was kriegst du dafür? Ich hab keine Ahnung. Ich will mal ein Foto von dir machen, so ein Mann macht auch sowas Feines. Das ist cool. So, komm mal her, so super. Ist das anstrengend alles. Filmst du immer noch? Ja, klar. Was ist das? Wie soll man da hoch? Komm, du hast gleich geschafft. Was machst du da? Helf mich mal hoch, ich komme nicht mal hoch. Helf mich mal hoch hier! Das ist wirklich gerade nicht lustig! Du schockst mich damit! Ich kann nicht mehr. Du hast gleich geschafft, 10 Meter noch. Ich leg mich hin. Ich schlaf hier. Beweg deinen faulen Arsch wieder hoch. Kannst du mir helfen? Kannst du mir jetzt helfen oder nicht? Dreh mich mal um. Ich muss mich umdrehen. Ich geh mal gucken, wie es auf der Spitze aussieht. Du guckst. Dreh mich jetzt mal hier um. Dreh mich um. Ich komme hier nicht hoch. Jonas. Jetzt noch da hinten hin und dann ist es fertig. Ja. Letzte paar Meter. Ich glaube, wir haben es. Wir haben es geschafft. Guck mal, über den Wolken. Geil, ey. Wir haben es geschafft. Richtig nice. Boah, das sieht auch geil aus mit den Wolken. Ja. Ey, aber wir müssen morgen nochmal wiederkommen. Warum? Es ist schon zu dunkel, um zu drehen. Das heißt, das... Und ich will einen größeren Feuerlöscher noch holen, der ist mir zu klein. Wie bitte? Nein, ein Bein ist ab! Nein! Und wir brauchen einen neuen Stuhl. Warum schmeißt du den überhaupt nach unten? Sag mal, warum trägst du es eigentlich die ganze Zeit so ausgeklappt mit dir mit? Ich hab das schon ein paar Mal versucht. Den kannst du nicht einklappen. Was meinst du? Ich trage den hier umsonst. Warte. Da ist doch dieser Lockknopf. Wie geht das? So. Jetzt kannst du es einklappen. Ich hätte es die ganze Zeit so tragen können. Ja, klar. Ist das dein Ernst? Ich hätte es die ganze Zeit so tragen können. Was? Und ich mache hier meine Schulter kaputt. Ich dachte, du weißt das. Warum soll ich einen Tisch auf meinen Rücken tragen, wenn man den so tragen kann? Keine Der war Ahnung. Kaputt. Ich bin hier mit so einem 20 Meter langen Seil, mache ich mich hier zum Affen und den kannst du so tragen, den Tisch. Oh Mann, das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Tut mir leid. Was kann ich denn dafür? Junge, warum weichst du aus? Ich hab hier die ganze Zeit diesen Tisch hier rumgeschleppt. Was soll ich denn machen? Mann! Der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Muss ich beruhigen.
So, wir sind jetzt auf dem Berg angekommen. Ich habe hier einmal Pakete von mir. Das sind Pakete von Maxify, die hat er mir geliehen. Deswegen, Dankeschön Maxify, ich werde sehr vorsichtig damit sein. So, ich mache jetzt einfach mal direkt das erste Paket auf. Das ist dieses hier, das ist mein Paket. Da steht kein Name drauf. Immer wenn auf dem Paket keine Absenderadresse oder Name drauf steht, ist es extrem suspekt. Was haben wir jetzt hier drin? Die drei Fragezeichen, der verhexte Schneemann. Sehr, sehr, sehr cool. Was war in einem Happy Meal drin? Danke für dein Happy Meal Geschenk, das freut mich sehr. Bierdeckel, Untersetzer, vielen lieben Dank dafür, das freut mich sehr. Wir haben hier dann noch einmal eine sehr schöne Zeichnung. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber wunderschön. Hier ist noch ein Briefumschlag mit Gummibänder. Ein Beutel, da steht ein N drauf und da ist irgendwas drin, was sehr suspekt ist. Ich habe ein bisschen Angst, um das aufzumachen, um ganz ehrlich zu sein. Hoffentlich nichts Ekelhaftes, bitte nichts Ekelhaftes, bitte nichts Ekelhaftes. Das ist durch den Zoll mitgekommen, das ist durch den Zoll mitgekommen. Das kann nicht ekelhaft sein, das muss irgendwas Cooles sein. Da ist was drin. Ja, das sind Taschentücher. Noch ein Taschentuch, sehr cool. Noch ein Taschentuch. Ich hoffe jetzt nicht, dass die irgendwie benutzt sind, die Taschentücher. Vielen lieben Dank, Luca, für die schönen Geschenke, für die Taschentücher und für deine Happy Meal-Spielsachen, die wahrscheinlich schon seit Jahren in deinem Schrank lagen und womit du nicht mal wusstest, was du damit machen sollst, hast dir gedacht, okay, ich schick's mal in Need to Know. Ich habe gerade Lust auf ein Paket von Maxify. Dieses Paket ist von Thea für Maxify. Ignorieren wir das einfach mal, da steht drauf für Need to Know. Ist da was Cooles drin? Ist da was Cooles drin oder soll ich Angst haben? Soll ich Angst haben? Wir haben hier einmal. Wie cool! Ein Kostüm! Was ist das? Ein Frosch? Wow. Eigentlich lohnt es sich nicht, sich hier rüber zu freuen, weil ich die Sachen eh nicht behalten darf. Okay, das ist also ein Froschkostüm. Sieht so aus. Hier ist immer noch voll die Touri-Location eigentlich. Dementsprechend fühle ich mich extremst beobachtet. Warum müssen Leute immer schauen? Das ist unangenehm. Dankeschön, Thea. Das ist eigentlich nicht für mich. Das ist eigentlich. Trotzdem bedanke ich mich bei dir und ich hoffe, das ist okay. Und wir haben noch eine. Die sieht ein bisschen sus. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich sagen, dass das sehr verdächtig aussieht, aber jetzt ist ein Bein schon ab. Perfekt. Und wir haben dann eine wunderschöne Puppe. Das ist dann leider ein Geschenk weniger für Maxify. Wenn jetzt hier gleich Touris runterlaufen, dann springe ich hier von der Klippe runter, weil hier geht es extrem steil nach unten. Deswegen muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht mit diesem Stuhl, der einen Hammer als Bein hat, runterfalle, weil dann bin ich ziemlich am Arsch. Machen wir direkt weiter mit meinem Paket. Einmal Pappe, dann haben wir hier einen wunderschönen Stock. Boah, ist das dein Lieblingsstock? Noch ein Stock, der ist auch wunderschön. Lieber Need to Know, ich finde deine Videos echt cool. Sie muntern einen immer wieder auf. Als Dank schicke ich dir den wundervollsten Stock der Welt. Vielen lieben Dank für den Stock. Wir haben hier dann noch Sushi-Socken. Oh, das ist cool. Oha, wie cool. Was sind das für coole Socken? Die sind ja mega cool. So. Sind immer noch keine Touris da. Also die sind immer da oben, laufen da oben vorbei. Und dann drehen die sich wieder um aus irgendeinem Grund. Da kommt gerade jemand mit dem Fahrrad runter und ich sitze hier in einem Froschkostüm. Aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Hier ist noch ein Deckel von Milch wahrscheinlich. Sieht so aus. Auch sehr cool, kann ich gebrauchen. Da kommt wirklich gerade jemand mit dem Fahrrad angefahren. Und es ist mir extrem unangenehm. Hallo. Hi. Cool. Cool, right? Yeah. You know what I'm doing? No idea, but it looks cool. I'm unboxing fan mail. And where have your fans sent the stuff from? From Germany. Deutschland. Kommen Sie aus Deutschland? Bisschen. Ein bisschen Deutsch? Nicht viel. Okay. Aber genug. Where are you from? Australia. Okay. Okay, we have. Was ist das? This is Schwein vom Schwein. Dog food? Yeah, this is from a pig, huh? Nein, das ist kein Schwein. Nein, kein Schwein? Oder? Keine Ahnung. Sieht aus wie Hundefutter. Okay, nee, das lassen wir mal lieber. Wonach sieht das aus? Some computer face something. This is if you can't swim. Ein bisschen klein. Sieht aus wie ein Garnele, Shrimp. Shrimp? I hope it's this way, not this way. Ein bisschen zu klein, leider. Yeah, yeah. Aber es ist ein Hundespielzeug.
Ah. Cool, das war alles. Alles aus Leven. Nee, von Leven. Das war ein Mädchen. Von Leven. Sag mal, Dankeschön, Dank. Leven. Dankeschön. Alright. Ach, der Typ ist endlich weg. Jetzt kann ich die Scheiße fressen. Ich wollte es eben nicht machen, weil es ein bisschen komisch ist. Schmeckt ziemlich kacke, aber schmeckt nach Lakritz. Was ist das? Sieht aus wie einfach so wie Brot. Was ist das, Bite of 87? Das krieg ich nicht weg. Das ist ultra stark, ultra stabil. Du wirst kaputt gehen. Ich sag's dir so, wie es ist. Du wirst kaputt gehen. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen. Bitte pass da gut drauf auf, bitte. Bis jetzt ist alles, was auf dem Tisch liegt. Guck mal, wie cool das ist. Das ist von Maxify. Das hier, ein Garnelis von Maxify. Warum kriegst du so coole Sachen, ein Kostüm? Was hab ich bekommen? Ein Stock, Alter. Was soll ich mit einem Stock? Ich bin gespannt, ob in meinem nächsten Paket was Besseres drin ist. Bitte lass da was Gutes drin sein. Bitte lass da was Cooles drin sein. Wo soll ich als nächstes Paket auspacken? Auf einem Vulkan, im Dschungel oder in der Wohnung von einem random Australier? Schreib's in die Kommentare, ich mach's wirklich. Das Ding ist, das sieht sehr suspekt aus. Und es ist sehr durchnässt. Das ist ein Jahr alt, wenn da Lebensmittel drin stecken. Kann ich direkt hier runterspringen? Bitte lass was Gutes drin sein. Bitte lass was Nices drin sein. Bitte lass was Nices drin sein. Bitte, bitte lass mich auch mal was Cooles kriegen und nicht nur mal Maxi fallen. Okay, wir haben hier. Warum ist das so schwarz? Warum ist das so schwarz? Warum ist so was Schwarzes drin? Da ist Erde drin oder so. Du hast mir fucking Erde in ein Paket gesteckt. Ich habe keine Ahnung, was das ist und irgendwie will ich es auch nicht wissen. Wir haben hier. Sieht aus wie ein. Was? Da hat gerade was geknistert. Warum ist das so braun? Wir haben hier irgendwas. Das riecht wie Kot. Das ist so schmutzig, das ist so durchnässt. Das ist so ekelhaft. Was ist das? Ah! Ist das die Schokolade? Es riecht extrem verschimmelt. Da ist irgendwas nicht richtig. Wie lange ist Schokolade haltbar? Okay, die Schokolade ist nicht mehr gut. Schmeckt die noch? Das schmeckt so ekelhaft, das verschimmelt. Die ganze Schokolade ist einfach ein großer Schimmel. Deswegen ist das alles so schwarz. Die Haribo schmecken noch. Warte mal, war da eine Mandarine drin? Entweder da war Erde drin oder eine Mandarine, die sehr, sehr, sehr verschimmelt ist und sich einfach aufgelöst hat in Schwarz. Das nächste packe ich mal ein Paket wieder von mir aus. Das ist einmal dieses wunderschöne Paket hier. Ein Minecraft-Buch. Minecraft-Handbuch. 20 Euro! 20 Schweizer Franken habt ihr für mich ausgegeben. Boah, wie cool. Vielen Dank. Also, hier steht bei, wie man Lava machen kann oder so. Sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir noch ein Handbuch, Farmhandbuch. Vielen lieben Dank. Die ultimative Nicht-Lachen-Challenge. Bringt es mich zum Lachen oder nicht? Sonst ist es fake. Kevin beim Arzt. Hallo, ich heiße Kevin. Arzt? Hallo, Kevin. Ich habe ein Problem. Das sagten Sie bereits. Oh, fertig gemacht. Ich verstehe es, weil er heißt Kevin und der Arzt sagt, dass sein Problem ist, dass er... Was mache ich hier eigentlich? Noch Süßigkeiten. Ey, das ist, glaube ich, das einer der besten Pakete, die ich bislang gekriegt habe. Dann haben wir auch noch einen Brief. Lieber Maxify. Das war gar nicht für mich. Na gut, dann beschäftige ich mich jetzt mit meinem Stock und meinen Gummibändern. Ah, nein, ich habe eine bessere Idee. Was ist, wenn ich hiermit einfach spiele, hä? Oh, cool, ja. Guckt euch das an, was ich bekommen habe. So tolle Sachen bekommen. Vielen lieben Dank. Warum kriege ich immer nur so Müll? Also wirklich, wortwörtlich, ich habe hier drei Pakete mitgenommen. Mit nach Madeira, 3000 Kilometer. Ich habe extra einen Koffer gezahlt, damit ich die noch mitnehmen konnte. Und ich kriege einfach... Ein Stock! Ein Stock! Weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Das mache ich jetzt mit dir. Du kannst mich mal. Das brennt nicht.
Oha, Wachsstreifen? Wie funktioniert sowas? Einfach drauflegen, oder? Aber man muss es warm machen. True, true. Ja, jetzt weiß ich wieder. Und jetzt kann ich abziehen. Ah! Aua! Ich muss mich dafür hinlegen. Ich frage mich, was die Touris denken, wenn die jemanden auf dem Tisch liegen sehen, der sich Waxing-Zeug auf die Arme reibt. Ah, das tut weh! Ah! Und? Das hat wehgetan, aber die Haare sind drin geblieben! Hier steht drauf, Batterien und Feuer. Anscheinend darf das nicht angezündet werden. Das Ding ist, das brennt nicht. Sehr, sehr, sehr cool. Glück gehabt, Tarik. Wir haben hier einmal eine Dose mit nix. Was ist da drin? Ist da irgendwas Cooles drin? Da ist gar nichts drin. Wir haben hier einen Controller, Xbox-Controller. Hä, wie cool. Ich habe zwar keine Xbox, aber trotzdem mega nice. Und... Ah! Das hat wirklich mehr weh getan, als es sollte, glaube ich. Ich bin am Bluten. Okay, let's go. Immerhin kann Unge mich jetzt nicht mehr Dönermann nennen. Inshallah. Stuhl ist auch sehr bequem, wenn man auf einem Bein sitzt. Popcorn oder was auch immer das sein soll. Oha, das ist ein Cornflakes. Dann haben wir noch ein iPhone 4. Ich wette mit euch, dass da entweder ein Stein drin ist. Oder einen Stock. Oh, Pokémon-Karte. Oha, ein Eevee. Und wir haben hier noch einen süßen Hamster. Oh, wie süß der ist. Leider brennt der nicht. Oh, ich habe gar keinen Bock, um ehrlich zu sein. Ich habe echt keinen Bock. Das hat übel weh getan. Das hat echt mehr weh getan, als ich es gedacht hätte. Und... Ah, das ist eng geblieben. Ah, das ist ja noch schlimmer. Das waren alle Geschenke. Hier sind super schöne Geschenke, wofür ich mich bedanke, aber die ich leider zurückgeben muss an Maxify. Das sind meine Geschenke, die ich behalten darf. Dankeschön an Unge, der mir diesen Tisch geliehen hat, der aus erstaunlichen Gründen heute nicht kaputt gegangen ist. Oh, ich mache jetzt den Tisch von Unge. Wow, Spaß reingelegt. Witzig, fast kaputt gemacht. Ich mache nur Spaß. Ah! Wie ist das denn jetzt passiert? Mann. Das ist ein Familienerbstück und der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Was ist das hier für ein Krach? Ich komme deinen Tisch zurückbringen. Dein Tisch. Ich hab dir gesagt, das ist das Erbstück meiner Oma. Du kannst den Feuerlöscher behalten. Dafür, dass du meinen Tisch kaputt gemacht hast, glaube ich, einmal alles angesprüht. Aber warte, so mal, Angst, warte mal. Dieses. Ah! Oh! Yo, ich hab gesagt. Ey, das ist nicht mein Kostüm. Ey, mein ganzer Arm ist jetzt weiß. Guck mal, das klebt an! Vergesst nicht abzustimmen für A, B oder C und schaut euch dieses Video an, da bringe ich meine Mutter aus Versehen zum Weinen.